Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Anno 1800. Ja, es ist schon ein Weilchen her, das gebe ich zu, ein Jahr oder noch länger, seit ich das letzte Mal Anno 1800 gespielt habe. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass ich das doch wieder hervorgekramt habe? Das ist eigentlich relativ easy. Ich habe das nie fertig gespielt. Ich habe mal angefangen im Singleplayer oder mit dem Singleplayer. Danach mit Aldemar ein Koop-Abenteuer gestartet. Aber das war irgendwie Käse. Das fanden wir beide. Das fand der Aldemar genauso wie ich nicht wirklich gut. Und dann ging es ein bisschen vergessen, das Spiel. Ich habe das nicht fertig gemacht. Also gefühlt nicht fertig gemacht. Und deswegen wollte ich es schon lange mal wieder hervorkramen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Also, machen wir ein neues Spiel. Und zwar... wir machen ein freies Spiel, wir setzen fort, dann, ja, gerne mit ein bisschen Hilfe, wie gesagt, ich habe schon ewig lange nicht mehr gespielt. Dann die Rübe, nehmen wir ihn hier, der sieht relativ clever aus, machen wir mal. Und hier, oh, eine Eisenbahn, ja, da muss ich nicht lange überlegen. Die Frage ist dann eher, welche Farbe, grün, die Farbe der Hoffnung wäre eine Idee, ja, machen wir mal. Dann, was haben wir hier noch? Kibbel Kubbelstar, das ist der Name. Nö, der heißt, machen wir folgendes. Höher. Heisi. So, das muss passen. Zusätzliche Inhalte. Diese zusätzlichen Inhalte ein- oder ausschalten. Ja, die sind eh alle gesperrt. Können wir fortsetzen. Nochmal eine Eisenbahn. Imperialer Zug. Imperium-Paket. Wählen Sie alternative Skins für Ihre Fahrzeuge im Spiel aus. Ist das neu? Das war, glaube ich, in der... alten Ursprungsversion nicht drin. Also was heißt alt? So alt war die dann auch nicht. Ja, halt, Moment. So wäre der Zug, jawohl. Keine Frage, dass ich den nehme. Und dann normal fortgeschrittene Experte. Machen wir normal, würde ich sagen. Ich möchte ja nicht irgendwie beweisen, wie gut ich in dem Spiel bin, sondern ich möchte Spaß haben damit. Wenn sich ein Schiff in der Nähe eines Kontors befindet, können Sie Waren oder Items von diesem Schiff in Ihr Insellager überführen, indem Sie auf die Ware oder das Item klicken. Und dabei die Steuerung-Taste gedrückt halten. Ja, ich werde mich wieder reinfinden. Und ich weiß, dass mir das Spiel eben tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat damals. Aber es ging halt tatsächlich irgendwie vergessen. Ich bin ein guter Beobachter, mein Freund. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. Das ist nett von dir. So, da haben wir also unser Schiffchen. Was wir auch haben, ist der Ego-Modus. Da haben wir ihn. Jawohl, das habe ich erst relativ spät rausgefunden damals, als ich es gespielt habe. Und das ist natürlich primär dann interessant, wenn man wirklich eine große Stadt hat, wenn man da eben mal durchspazieren kann. Also das ist halt einfach wirklich ein hervorragendes Spiel. Anders kann man es gar nicht sagen. Von daher... Die Siedlung braucht einen Marktplatz. Ja, könnt ihr gleich haben. Die Menschen benötigen einen Ort, um ihre Vorräte aufzustocken. Ja, ist klar. Ich sorge dafür. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, dass es eben ein großartiges Spiel ist. So, und deswegen hat sich das Spiel eben auch verdient, dass wir da nochmal... ein Auge drauf werfen. Wie lange geht jetzt dieses Let's Play? Keine Ahnung. Ich spiele das einfach. Und gucke, wie lange das für mich Sinn macht. Wie lange macht das Spaß? So, einmal diesen. Dann mit einer Straße verbinden, ganz klar. Die nur die mal zack hier runter und einmal noch hier rüber. Dann haben wir das auch schon. Es ist wichtig, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Jawohl. Ein Bauernhaus. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Aha, okay. Ja, tatsächlich, Zeitalter der Landwirtschaft. Sehr schön. Jetzt muss ich gucken, irgendwie konnte man rausfinden, wie viele Bauern man gerade braucht. Sie haben einen Überschuss an Arbeitskräften auf dieser Insel. Mhm. Gut, dann würde das für den Moment reichen an Häusern, aber wir müssen massenhaft weitere Häuser bauen. Das weiß ich definitiv auch noch. Wenn man hier mal, wenn ich es nochmal erwische, das Sträßchen schon mal hier rauf. Und dann vielleicht sogar hier in den Wald rein, weil wir brauchen natürlich einen Holzfäller. Den haben wir hier. Ja, ihn hier brauchen wir. Da haben wir 100%, das ist, was ich möchte. Das passt. Und weil wir einen Holzfäller haben, machen wir gleich mal noch ein Sägewerk in die Nähe. Ja, mount ich mal dahin. Und jetzt brauchen wir sowieso schon wieder neue Häuschen. Guck nochmal schnell, wo wir die verbraten. Moment, Häuschen war hier. Einmal so. Ich schätze deine Hilfe, wie überfällig sie auch sein mag. Mhm. Ja, ich schätze sie auch, meine Hilfe. Sie haben keine Aufgaben. Okay, machen wir hier zu, wenn wir keine haben. Jetzt könnte man eigentlich schon wieder in die Ego-Perspektive. Lass uns das mal nochmal kurz machen. Keine Angst, ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit. Aber so zu Beginn möchte ich mir das Ganze halt schon auch aus der Perspektive mal noch ansehen. Es ist noch nicht viel, klar. Ist jetzt einfach ein Holzfäller.
Eine Sägerei haben wir. Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Ja, ja. Du solltest mehr Bauern ansiedeln. Noch mehr Bauern. Okay. Ja, kannst du haben gleich. Moment, ich muss doch jetzt hier erstmal ein bisschen gucken, wie das hier so aussieht. Schön, die Sägerei sägt. Man sieht, die sägt eben tatsächlich. Das ist animiert. Sehr schön. Gut, also mehr Bauern. Beherbergen Sie 50, 27 haben wir. Ja, das heißt, nein, nicht der Marktplatz. Das heißt, wir werden hier nochmal ein paar Bauern installieren können. Wo war jetzt gleich nochmal meine Siedlung hier unten? Fast hätte ich meine Siedlung verloren. Hier ist die Straße noch nicht fertig. Jetzt. Ziehen wir die gleich mal noch in die Richtung, weil wir müssen ja Häuser hinstellen. Ja, hier machen wir eine Zwischenstraße. Dann gibt es hier was, hier was, hier was. Wie kriege ich das weg? Zack, sehr gut, weil das wollte ich nicht dort haben, sondern das wollte ich... Nein, das hier. Das wollte ich hier haben. So. Wer stinkt denn hier wie alter Käse? Ich weiß auch nicht, mal wieder die Socken wechseln vielleicht, Kollege. So, einmal den Weg so. Einmal so, wieder hier rauf. Und dann haben die einen Zugang, das müsste passen. Wie sieht das hier aus? Sie haben... Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Das freut mich natürlich. Zufriedenheit der arbeitenden Bauern. Mhm. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Warum denn? Was habe ich denn angestellt? Ach, guck mal, Fischchen. Fische. Die Bauern sind hungrig. Ja? Du musst sie mit dem Nötigsten versorgen. Machen wir doch klar. Beginne mit Fisch. Ja, ich beginne mit Fisch. Wir haben überall Fisch, glaube ich. Mau dich mal zack hier hin. Auch du möchtest eine Straße haben. Ja, so reicht. Einmal hier rüber. Ich sage dann nicht, passt das. Es nicht für möglich gehalten. Ja, nee, das wäre ja auch. Ich meine, das ist dann von Fischerhafen. Das war jetzt nicht so schwierig. Wir haben wieder keine Aufgaben. Das ist egal, weil in der Zeit können wir hier noch mal ein paar Häuschen machen. Zum Beispiel auch hier hin natürlich noch. Ganz einfach, damit auch das Fischereigebäude sozusagen Arbeiter hat. Was haben wir hier noch? Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Ja. Das ist noch verschlossen hier. Wir hätten hier... Vegetation, da kann man auch mal ein Bäumchen hinstellen. Die kosten aber alle Geld. Da muss man aufpassen. Deine Siedlung hier. Ist noch sehr bescheiden. Mhm. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Ja, möchte ich. Also, wir haben 84 von 100. Ja, hier noch. Und hier hinten passen auch noch welche hin. Jetzt haben wir hier noch Blaupausen, weil uns das Holz fehlt. Das weiß ich noch, genau. Die werden gebaut, sobald wir genug Holz haben. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt muss ich schnell gucken hier. Ein Lagerhaus. Ach, da fehlt ein Lagerhaus. Ja, dann sagt was. Ja, ich weiß, haben sie gerade. Zwischenziel erreicht. Dorfstatus. Sehr gut, jetzt auch das ist eine Blaupause. Fehlende Ausbaukosten, Gebäude bauen. Geld fehlt uns. Okay, Geld kommt nach und nach rein natürlich. Da wurden schon wieder neue Gebäude freigeschaltet. Die Kleiderproduktion. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Ja, was hat sie denn auch die ganze Zeit hier? Sie erkennt mich gar nicht wieder. Ist ja okay. Also die müssen jetzt halt mal erstmal ein bisschen arbeiten hier natürlich, bis wir an Geld rankommen. Sie müssen nicht alles produzieren, wenn sie andere dafür bezahlen können. Redet die mit uns? Ich glaube ja. Wenn sie in ihrem Kontormenü die Ware aus, die sie kaufen möchten. Ja, ja, das ist klar, wir können handeln. Aber das können wir nur, wenn wir Geld haben. Das haben wir im Moment zu wenig. Auf dem Acker spielen. Wobei, wir haben doch hier eigentlich mehr als genug Geld. Was ist euer Begehr? Fehlende Ausbaukosten. Ja, da fehlen tatsächlich Bretter, man sieht's. Genau, ich wollte eigentlich schnell gucken gehen. Wie sieht das hier oben aus? Man müsste das hier priorisieren. Geht das irgendwie? Dass das zuerst gebaut wird. Ja, ja, ich baue gleich hier. Aber wenn wir hier kein Holz mehr haben, dann wird es natürlich schwierig. Weil das Lagerhaus eben fällt. Deswegen haben die hier noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Ja, sonst können wir ja hier Wolle, können wir eigentlich auch schon mal sozusagen pflanzen. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz, das weiß ich auch noch. Wohin mit dir? Sagen wir mal hier. Aber auch das wird natürlich noch eine Blaupause, weil auch hier die Bretter fehlen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich erst was anderes machen, als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Eben, das hier müsste man irgendwie priorisieren können. Wir haben keine Aufgabe, Lagerhaus, Blaupausenmodus. Da kann man halt tatsächlich nichts priorisieren, weil solange wir das nicht haben... Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles.
Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zu. Ja, die Zufriedenheit wird von vielen Faktoren beeinflusst. Beispielsweise vom Zugang zu Luxuswaren. Ja, aber doch nicht jetzt schon. Ihr seid noch Bauern. Also nun, benehmt euch mal ein bisschen. Bauern brauchen keine Luxusgüter. Aber eben, hier oben. Das ist natürlich Käse. Die ersticken hier wahrscheinlich sogar schon im Holz. Kann ich mit dir umziehen? Das ging doch irgendwie. Statistiken. Keine Produktion. Ja, das ist alles klar. Moment, aus Baumstämmen. Baumstämmen, ja, ja, das ist alles klar. Aber irgendwie, man kann die doch eigentlich bewegen. Wenn ich sie irgendwie... Ja, genau, wenn ich schnappe, weil dann machen wir das einfach folgendermaßen. Wir gehen hier runter, wo wir den Marktplatz haben und machen das hier hin. So, das müsste doch klappen. Das tut es auch. Dann können wir das hier für den Moment abbrechen. Da muss ich doch glatt nochmal kurz gucken, wie wir das hier verhindern, dass das gebaut wird. Haben wir hier irgendwie einen Hammer oder sowas? Dann reichen wir einen Hammer. Moment. Schnaps macht ihr voll zufrieden. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Wir bräuchten erstmal... Das muss doch möglich sein, dass ich sozusagen sage, baut das nicht. Ach, hier Rechtsklick, da haben wir es doch. Zerstören. Gut, macht das weg. Sehr gut. Dann erstmal die Häuschen hinstellen etc. Und ich werde jetzt aber, glaube ich, sogar gucken. Na, hier nochmal schauen. Dann sehen wir. Aus einem Holz gibt es ein Brett. Sehe ich das soweit richtig? Ich glaube ja. Sonst würde das anders dargestellt werden. Genau, Anbaufläche. Ja, ja, das passt alles. Was haben wir hier? Kein Lagerhaus in Reichweite. Ach, ihr habt das gleiche Problem. Aber ihr habt doch hier unten der Markt. Das Teil hier. Das zählt doch auch als Lager. Dachte ich doch müsste, weil sonst hätten die hier auch irgendwie eine Meldung. Die sind zufrieden, die brauchen kein Lager. Da sieht man auch, dass auch tatsächlich schon die daherkommen. Sehr schön. Das müsste schon passen, wobei... Ne, jetzt guck mal, jetzt ist die Meldung weg. Ja, ja, das klappt schon. Jetzt kriegen wir Holz. Dann können sie hier die Häuschen bauen. Beziehungsweise wir bauen die. Genau, wenn wir wieder genug Ressourcen haben, machen wir hier den Knopfdruck. Und dann stehen die. So, das war die Schafsfarm, glaube ich. Die braucht noch... Genau, Anbaudingens. Aha, hier zum Beispiel. Machen wir mal. Oder wie viel brauchen wir davon? Steht da irgendwas? Eins von drei. Also wir brauchen drei Stück. So, jetzt müsste das Ding eigentlich funktionieren. Daraus gibt es dann Stoffe. Und aus den Stoffen gibt es dann hier die Weberei. Die machen wir gleich mal hier oben hin. Ja, jetzt fehlt denen auch ein Lagerhaus. Wir sind hier halt ein bisschen zu weit weg tatsächlich vom Markt. Gut, aber ich denke ein Lagerhaus hier unten. Das macht tatsächlich auch Sinn. Warte ich mal dahin. Ist wieder eine Blaupause. Ja, da fehlt wieder Holz. Wir müssen hier oben ein bisschen mehr Holz gewinnen. Ich würde sagen... steigern Sie die Zufriedenheit der Bauern. Ja, ja, das kommt, das kommt, das kommt. Eins nach dem anderen. Schnaps könnten wir halt auch schon machen, tatsächlich mit einem Kartoffelhof. Ja, mit der Zeit hat man hier zu tun, definitiv. Wohin mit dem Kartoffelhof? Hier oben schreien sie wieder, dass sie kein Lager haben. Und hier unten stören sie uns. Vielleicht so hier hinten. Wir machen dich mal hier hin. Zack. Auch eine Blaupause. Kann ich auch noch nicht bauen. Gut. Ja, wir brauchen mehr Holzverarbeitung. Also wir brauchen tatsächlich mehr Holzfäller und wir brauchen auch mehr Sägereien. So wie es aussieht. Deswegen gehe ich das gerade mal an hier. Zack. Das konnte ich sogar bauen, sehr schön. Ich bräuchte eine Straße, das muss ja irgendwie hier hinkommen. Sehr gut. Und dann brauchen wir aber auch nochmal eine Sägerei, ein Sägewerk. Und da steht hier was anderes auf dieser Insel 2 von wegen, wie viele Sachen das wir brauchen. Nö. Nö, nö, das passt. So. Hier daneben vielleicht sogar. Ja, machen wir das, dass das alles so ein bisschen beisammen ist. Das ist sicher nicht falsch. Das Brandrisiko steigt. Dann kriegt er eine Feuerwehr. Zack. Haben wir. Auch sehr schön das Gebäude. Wie halt alle Gebäude hier eigentlich relativ schön aussehen. Und jetzt haben wir hier doch schon ordentlich was, was wir uns mal ansehen können. Da würde ich gerne mal nochmal kurz hier in den Ego-Modus.
Schon cool. Vor allem die Musik ist halt einfach auch sensationell. Das ist so eine Mischung irgendwie aus einem Disney-Film. Dürfen wir auf dem Acker spielen? Nervende Kindern. Passt ja dann zum Disney-Film. Nein, und halt irgendwie einfach so heile Welt. Und das ist natürlich etwas, was gut tut. Schön hier mit dem Weg hier runter. Ja, und dafür, dass das eben ja nicht so gedacht ist, also dass wir uns jetzt hier eigentlich im Ego-Modus bewegen, ist das Ganze doch relativ schön gemacht, wenn man hier guckt. Also eigentlich ist das Ganze ja so programmiert, vom Gedanken her, dass man von oben das Ganze betrachtet und das dann entsprechend gut aussieht. Aber das sieht halt da wirklich auch gut aus, wenn man hier tatsächlich rumläuft. So, als Ego-Game. Hier wieder die Sägerei, hier wird auch gearbeitet, das heißt, wir kommen dann relativ zügig, glaube ich, zu unserem Holz. Wir können ja mal gucken, können wir hier schon was machen? Nein. Kein Lagerhaus in Reichweite bei denen. Ja, das ist halt tatsächlich auch schon wieder relativ weit weg. Wobei, guck mal, hier ist ja der Marktplatz. Vielleicht hilft es, wenn ich hier eine Straße mache. Hier mal runtergehen. Da ist halt auch keine Straße. Da ist ein Haus im Weg. Das wird also schwierig so. Oder funktioniert das? Kein Lagerhaus in Reichweite. Der Markt ist schon ein Lagerhaus, oder nicht? Ein Ort, der ihre Einwohner mit allem Notwendigen für den täglichen Bedarf versorgt. Öffentliches Gebäude. Ich dachte, das sei auch ein Lagerhaus. Oder brauchen die hier oben tatsächlich auch nochmal eins? So, das hätten wir. Da können die arbeiten. Das ist schon mal okay. Und jetzt ist hier das Symbol weg. Ja, das dauert halt immer ein Momentchen natürlich, bis das sozusagen berechnet wurde. Alle Lagerhäuser teilen sich den Lagerplatz. Sobald eine Ware an ein Lagerhaus geliefert wurde, steht es auf der gesamten Insel zur Verfügung. Das ist gut. Das heißt, alles was hier rein wandert, ist dann im Prinzip, wenn wir hier oben ein Lagerhaus haben, eben auch zu haben. Jetzt muss ich hier aber kein Lagerhaus mehr hinstellen. Was hat er für ein Problem? Ach, das wurde noch nicht gebaut. Okay, dann baut's mal. Weil wir brauchen definitiv das Holz. Die Zufriedenheit. Sie wollten Schnaps. Jetzt schaue ich nochmal schnell. Habe ich oder wollte ich nur? Uns fehlen Waren. Ja, ja, ich weiß. Hier hinten, das wollte ich ja noch bauen. Den Kartoffelhof. Mit seinen Feldern. 72, im Ernst jetzt? Wäre dann etwa so. Zack, 72 Felder. Ja, und die Schnapsbrennerei, die brauchen wir natürlich auch. Die Kartoffeln alleine bringen nicht viel. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich die hier an den Marktplatz ranstelle, weil hier wäre eigentlich, dass die Häuser relativ schnell, glaube ich, wachsen. Etwas für alle Jahreszeiten. Wir hätten jetzt hier hinten das Warenhaus, also das Lagerhaus. Das ist dann zwar ein relativ weiter Weg, aber dafür müssen wir hier nicht wieder irgendwie Lagerhäuser hinstellen. Machen wir dich mal hier hin. So, und jetzt gibt es noch mal ein paar Häuschen. Gucken, wo die hinpassen. Hier oben haben wir ja auch wieder Platz jetzt neuerdings. Ja, da sind wir wieder bei den Blaupausen. Obwohl wir jetzt zwei haben. Wobei... Bauerneingang, Holz fehlt. Ja, weil das nicht gebaut wird. Warum wird das denn nicht gebaut? Baufortschritt. Das ist doch eigentlich schon fertig gebaut. Man sieht es doch hier. Also irgendwas stimmt hier nicht. Gefällt euch der Straßenzugang nicht? Moment, ich muss hier mal aus dem Tal raus. Wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Nein, hier wollte ich eh nicht hin. Oh lala, genau, hier haben wir ja noch eine Riesenübersicht. Da muss ich klicken, genau. So, habe ich das auch wieder rausgefunden. Ich bin stolz auf mich. So, wir machen hier halt mal einen Weg runter. Und hier zurück. Dann sind die richtig umzingelt. So, ja, jetzt sieht es so aus, als würde hier tatsächlich... Nee, doch nicht. Baufortschritt. Keine Produktion. Irgendwie sieht es aus, als würden sie das jedes Mal wieder neu bauen hier. Und was haben die jetzt wieder? Bahneingang, Lager. Ja gut, eben den fällt Holz. Oder habe ich sie jetzt eingeschlossen? Das könnte hier auch sein. Moment, wir gucken nochmal. Holzfällerhütte. Sägewerk. Die Holzfällerhütte war bei 100%. Allerdings, dieser Baufortschritt hier, der verwirrt mich ein bisschen. Sonst versetzen wir euch dann halt einfach nochmal. Kann sein, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wisst ihr, was wir versetzen? Das Teil mal. 69%, wir brauchen die 100. Das wäre hier. Straße.
Okay. Jetzt wird hier wieder irgendwie gebaut. Mal gucken, vielleicht schaffen sie es jetzt. Und hier oben eben, denen fehlen natürlich die Baumstämme, damit sie hier was machen können. Ja, was sollen wir? Mehr Häuser haben, oder was ist das? Was ist die Begierde? Hier ist überall, hat's Zeichen. Der Kartoffelhof. 24%. Da fehlt auch irgendwie kein Lagerhaus in Reichweite. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Ja, bring doch den Hut nach draußen. Das ist vernünftig. Was ist das? Fehlende Waren. Ja, die kommen von hier hinten. Habe ich jetzt hier gar keine Straße? Hier fehlt ein bisschen die Straße, so wie es aussieht. Mir gefällt auch das Häuschen hier nicht. Kann ich das nochmal? Was ist denn, gute Frau? Die sind jetzt mal umgezogen. Ohne zu murren, sehr schön. Habe ich da die Doppelstraße an der Angel? Ach so, ist ja eh eine Doppelstraße. Was frage ich denn? So, hier runter. Und dann nachher hinten. Zack. Und dann würde ich sogar sagen, wir düsen hier nochmal runter. Und dann ist das angeschlossen hier. Dann müsste das jetzt hier auch funktionieren. Wo haben wir noch Probleme und Zeichen? Wird aufgeforstet. Aha. Warum forsten die denn jetzt erstmal auf? Baufortschritt. Tatsächlich, das ist aber kein Wunder, dass das andere Ding hier hinten, das Sägewerk, zu wenig Holz kriegt. Sollen wir nochmal einen Holzfäller machen? Ich mache nochmal einen. Hier haben wir hier oben. Zack. Okay. Auch eine Straße natürlich. Hier runter. Und jetzt bräuchten wir dann aber dringend wahrscheinlich auch mal wieder noch ein paar Häuser. Bauernhaus, Bauernhaus. Da haben wir keine Straße, da muss ich ein bisschen aufpassen. Der neue Knecht kann sogar Strohballen aufrollen. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Da habt ihr einen tollen neuen Knecht. So, passt. Feldweg, jawohl. Alles klar. Nochmal ein Bauernhaus. Hier sind wir bei 100. Da passt nichts hin. Hier wird es hinpassen, aber sie auch ein bisschen aufpassen. Mal hier Häuser hinsetzen. Nicht, dass die dann kein Holz dort mehr gewinnen können. Machen wir hier nochmal was. So, eine Straße hier durch. Jawohl. Hier einmal runter. Und das passt auch schon. Mal gucken. Gesamte Arbeitskraft. 249 beschäftigt, minus 140 Reserve. Ja, Arbeitspensum. Zufriedenheit der arbeitenden Bauern. Produktivität anpassen. Die Änderung der Produktivität hat Auswirkungen auf die Zufriedenheit ihrer Einwohner. Wir sind irgendwie immer noch bei 0 hier. Produktivität 0. Das ist natürlich schlecht. Zufriedenheit 0. Was mache ich denn da? Der Tag-Nacht-Zyklus ist standardmäßig deaktiviert. Das ist aber eigentlich schade. Sie können ihn in den Tag- und Nachteinstellungen aktivieren oder in diesem Menü direkt eine bestimmte Zeit auswählen. Aha. In welchem Menü? Hier oben. Ah. Kann ich hier einstellen, dass das einfach der immer so Knecht ist? Kann sogar Strohballen aufrollen. Ja, jetzt müsste er nicht gehen. Dann müsste irgendwann Nacht werden. Cool, ja, das werden wir behalten, weil das ist mit Sicherheit schöner. Wenn es immer noch Nacht wird und dann Licht kommt und so, dann sieht es natürlich sowieso gleich nochmal viel besser aus. Jetzt ist der hier immer noch am Rumnölen. Ne, jetzt ist okay. Der nölt nicht, das ist auch in Ordnung. Da haben wir noch Häuschen. Zack. Gab es nicht irgendwie noch einen Knopf, dass man alle gleichzeitig upgraden kann? Also alle Blaupausen, die immer noch rumstehen, dass man die mit einem Knopfdruck eigentlich dann... Ihr habt keine Straße? Also was würdet ihr das hier bezeichnen? Das ist doch eine Straße hier. Keine Anbindung an den Hafen? Aha. Na ja gut, ist kein Ding. Haben wir halt nochmal eine Straße. So, einmal so. Und weil wir es können, hier auch noch. Mama, ja. Dürfen wir auf dem Acker spielen? Ja. Passt einfach auf die Fräse auf. Sonst war es das letzte Mal, dass ihr dort gespielt habt. So, Häuschen passen. Sehr gut. Fröhliche Zeiten. Ah, guck mal, die Bauern, jetzt kommen sie aber doch langsam in die Gänge. Wahrscheinlich, weil die Schnapsbrennerei eben auch läuft. Wo habe ich die hingestellt? Hier hinten. Wir kümmern uns hier um alles. 100%, ja, ja, das passt. Was macht sie noch glücklich, wenn wir hier irgendwie so Perke etc. anlegen? Die kosten aber immer Geld. Wir haben noch 69.000, da können wir auch ein bisschen was machen noch. Haben wir hier irgendwo Platz? Ah, hier mal einen. Hier oben. Wer stinkt denn hier wie
alter Käse. Schon wieder alter Käse. Ich weiß es nicht. Ihr müsst halt, Leute, ihr müsst halt tatsächlich duschen, wenn... Also duschen könnt ihr euch halt nicht. Aber Wässerchen hilft. Glaub mir das. Zack, hier noch ein Brunnen. Ich weiß gar nicht, kann man damit eventuell auch Feuer löschen? Wahrscheinlich nicht. Das ist schon nur zur Dekoration. Ornamente, nein. Aber hier hätten wir noch was. Ja, eben die Bäumchen. Was haben wir hier? Twitch-Drop-Ornamente. Aha. Anno Union. $200. Das ist mir zu teuer. Das müssen wir tatsächlich verschieben, dass wir hier was machen. Kleidung sind wir, glaube ich, am Produzieren. Kann das hier nochmal weg, bitteschön? Jetzt. Dafür habe ich dann das Teil. An der Angel. Kleidung. Wo hat nur das jetzt irgendwie angestrebt? Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen Unkraut. Mhm, sehr gut. Und eben, die Gebäude, die können wir dann natürlich alle upgraden später. Die wachsen dann. Und dann gibt das Ganze ein anderes Startbild natürlich. Dann machen wir das wieder weg. Würde eigentlich, glaube ich, soweit passen. Hier mit der Zufriedenheit müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Wie viele Kartoffeln brauchen die denn, um Schnaps zu brennen? Ja, das müsste schon reichen. Das sind ja so viele Felder. 72, 72, 100%. Und die arbeiten hier eigentlich auch auf 100%. Gut, ich würde noch mal gerne kurz runtergehen. Genau, hier ins Feld rein. Ins Kartoffelfeld. Ja, das war noch harte Arbeit. Da musste man tatsächlich noch mit Schaufel etc. Was macht er hier? Er ist am Nähen. Wahrscheinlich hat er eine Pflanze repariert. Keine Ahnung, die näht man normalerweise nicht, aber irgendwas hat er genäht. Ja, schon schön. Cool, kommen wir hier auch wieder raus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also man kommt natürlich aus diesem Ego-Modus immer wieder mit Escape raus. Das ist ganz klar. Schön, sogar ein bisschen Aussicht hat man hier. Ja, ich denke, das war schon ein schönes Leben. Auch wenn es natürlich relativ hart war. Man muss nochmal bedenken, eine Heizung oder sowas war ein Fremdwort. Oder irgendwie ärztliche Versorgung war natürlich auch nicht wirklich ideal. Was haben wir hier? Ein Sternchen. Zufriedene Bauer. Aha. Kann ich hier was upgraden? Ne, da fehlen noch zwei. Aber warum habe ich denn hier ein Stern? Ach, hier ist irgendwie eine... Genau, das ist doch eine Quest, glaube ich. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Bäuerin bietet Ihnen eine Fotografieaufgabe an. Mein Kind ist ganz jeck nach der Feuerwehr, will unbedingt Feuermann werden. Wenn er groß ist, es würde ihm viel bedeuten, wenn Sie ein Foto von ihm von der Feuerwache machen würden. Das kann er sich dann über sein Bett hängen. Können wir mal machen. Okay. Wie gespeichert. Aufgabenbuch, fröhliche Zeiten. Wo ist denn mein Fotoapparat gleich nochmal? Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Was denn? Ja, leg's mal einem Stadtmenschen vor. Also, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich einfach ein Foto machen von der Feuerwache. Dann kann er sich das übers Bett hängen. Wie mache ich ein Foto? So nicht. Wahrscheinlich mit irgendeinem Befehl, den ich gerade nicht kenne. Weltkarte, Diplomatie. Was haben wir hier noch? Routen. Hier kann ich in dem Sinn nichts machen. Ja, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich in den Fotomodus komme. Moment, das hier möchte ich auch dazu haben, sonst haben wir einfach zu viele Fenster offen. Events, Benachrichtigungen, Warnungen. Wie gespeichert, das ist alles in Ordnung. Hilft mir aber tatsächlich gerade nicht beim Foto machen. Hier steht ja auch nichts von wegen. Einmal so drücken, dann hast du ein Foto. Nein, wirst du den Fotomodus rausfinden. Und das werde ich aber auch noch. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, liebe Freunde, lasst uns nochmal kurz runtergehen hier. Oder vielleicht kann man nur in dem Modus ein Foto machen. Nee, das ging irgendwie anders. Das weiß ich noch. Ja, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier mit Anno 1800. Ich wurde gleich wieder ein bisschen gefangen hier, muss ich sagen. Im Sinne dessen, dass es einfach cool ist und tatsächlich viel Spaß macht. Ich mag halt auch diese Zeit, in der das spielt. Das ist einfach schön. Wie gesagt, auch hart natürlich eben. Aber guckt euch das mal an. Halt einfach grün und schön. Okay, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Der neue Knecht kann sogar Strohballen aufräumen. Ja, und dann sehen wir den neuen Knecht vielleicht dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, da seid ihr dann auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.